das letzte Thema. Ermutigung im Ausharren, die letzten drei Verse vom Buch Haggai, Haggai 2, 20 bis 23. Zurzeit ist ja die Fußball-EM. Also ich kenne mich ja nicht so aus mit Fußball, aber vielleicht verfolgt es ja jemand anders. Und wie ermutigend wäre es denn, wenn man wüsste, dass, wenn man jetzt schon wüsste, als klassischer Deutschland-Fan, dass Deutschland gewinnen würde. Das wäre doch wunderbar, wenn wir das wüssten, dann müssten wir uns ja eigentlich gar keine Sorgen, keine Nöte machen. Da wäre ja alles ja, im grünen Bereich. Und wir als Christen, ja, wir dürfen wissen, wer am Ende gewinnen wird. Und zwar ist das Jesus Christus. Der wird am Ende der Sieger sein. Und da brauchen wir eigentlich auch als Christen gar keine Angst, keine Sorgen, keine Nöte, keine Unruhe haben, weil wir wissen dürfen, dass der Jesus Christus am Ende siegen wird und über alles ja, in der Welt stehen wird. Und unsere Aufgabe ist eigentlich nur noch, ja, auszuhalten, durchzuhalten, ja, die Hoffnung vor Augen haben und ja, dabei zu bleiben, mit ihm zu leben. Und das bringt uns zu dem Thema Ermutigung im Ausharren, weil der Feind verliert und weil Christus siegt. Das sind die beiden Punkte für heute Abend. Ja, und dann fangen wir gleich an. Ich möchte gerne den Text lesen und wer seine Bibel mit hat, kann auch gerne mitlesen. Haggai 2, Abvers 20. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats. Sage zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr, der Herrscher. Spannendes Ende von so einem Buch. Ermutigung im Ausharren, weil Christus siegt. Und vorher, weil der Feind verliert. Dieser Tag, der 24. des Monats, das ist der gleiche Tag, den wir gestern haben. Also Haggai hat am 18. September, wenn man das in unseren Kalender wieder umrechnen würde, am Tag zwei Weissagungen gemacht. Also gestern die Verse 10 bis 19 und heute die letzten drei Verse vom Buch. Das ist an einem Tag passiert. Haggai spricht zum zweiten Mal an diesem Tag. Und wenn er zweimal am selben Tag spricht, könnte es auch sein, dass die Botschaften inhaltlich ja, zusammenhängen, dass es da inhaltlich eine Verbindung gibt. Und das würde ich auch sagen, und zwar können wir mal noch den letzten Teil vom letzten Vers aus dem Vers 19 noch vorlesen. Da hieß es ja, von diesem Tag an will ich segnen, weil das Volk umgekehrt war, von diesem Tag an will Gott segnen. Und darum geht es heute auch so ein bisschen. Aber wir fangen wieder von vorne an, wir schauen erstmal wieder den Empfänger dieser Botschaft. Diesmal ist die Botschaft nur an Zerubabel gerichtet. Die letzten Tage haben wir gesehen, es waren einmal die Priester und es war auch einmal Zerubabel und Jeschua und der Rest des Volkes, also alle. Aber heute ist die Botschaft nur an Zerubabel gerichtet. Kommen wir mal zum ersten Punkt, erschüttern von dieser dreifachen Steigerung. Und bevor wir den Punkt anschauen, gehen wir mal hier so eine Zeitleiste durch. Und was ich jetzt mache, das ist ein Modell vorstellen, also eine Systematik, die aber nur eine Systematik ist. Also es gibt ja, was Endzeit angeht, gibt es ja tausend verschiedene Meinungen. Und wenn dieses System, was jetzt hier gezeigt wird, nicht deine Meinung ist, ist kein Problem, kann man gerne ins Gespräch kommen. Aber das ist so eine gängige Variante, wie es oft gelehrt wird. Aber es gibt auch, wie gesagt, noch andere. Und zwar kann man das ungefähr so in drei Abschnitte einteilen. Wird man sicher schon mal gesehen haben. So eine Zuzahlszeit, dann ein tausendjähriges Friedensreich, was kommen wird und danach ja, die Neuschöpfung, neuer Himmel, neue Erde. Und genau, das ist hier nur die Jahresangabe, also diese Zuzahlszeit ist auf 7 Jahre beschränkt und dann die ersten 3,5 Jahre, die nächsten 3,5 Jahre und die anderen Etappen, ja, das tausendjährige Reich, logischerweise 1000 Jahre. Und wir wollen jetzt diese Bibelverse, die wir jetzt lesen, ein bisschen da auf diesen Zeitstrahl zuordnen. Und wir hatten ja jetzt schon Matthäus 24, oder da haben wir noch ein paar andere Verse, da steht, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen,
Seht zu, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Also hier geht es noch ums Erschüttern, wie in dem Haggai 2, Vers 21. Vers. Es geht um das Erschüttern. Also es ist noch nicht das Ende, sondern es ist erstmal ein Erschüttern, dass Himmel und Erde erschüttert wird. Wir lesen hier von Naturkatastrophen, von Hungersnöten, Christenverfolgung oder Christenverführung. Also die Gemeinde wird auch mal wie so ein bisschen erschüttert werden. Und das ist noch nicht das Ende. Und diese Verse, die kann man so hier so am Anfang oder noch eigentlich noch weiter vor, kann man die noch einordnen und so weiter. Und da tasten wir uns langsam ran. Jetzt kommt das Umstürzen. Das ist jetzt ein Schritt weiter. Jetzt geht es nicht mehr um Erschütterungen und Wehen und so weiter, sondern jetzt passiert was Grundsätzliches, nämlich Gott wird die Königreiche umstürzen, wie es hier in Vers 22 weiter heißt. Und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen. Da findet was eine Umstürzung statt, was grundsätzlich ist, und da können wir zum Beispiel auch im Buch Daniel, oder, also ich zitiere hier nur so ein paar einzelne Bibelstellen, es gibt da, also in den Propheten wird ja viel über dieses Thema auch geredet, aber im Buch Daniel 7,27, ein wunderbarer Vers, der auf dieses Umstürzen sehr gut passt, und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Sie werden, die Reiche der Nationen, die werden umgestürzt werden und es wird ein anderes Volk herrschen, und zwar ein himmlisches Volk, die Erlösten des Heiligen, die werden herrschen. Das findet dann hier statt. Und es gibt auch noch einen anderen Vers, der auf dieses Umstürzen ganz gut passt, und zwar aus Daniel 2, da gibt es ja auch diesen Traum, den Nebukadnezar hat, mit dieser Figur, das sind so die bestimmten Weltreiche waren, will ich jetzt gar nicht so genau eingehen, aber dieser letzte Vers, der dort in diesem, also den Traum deutet, steht, da steht, du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf, und es zermalmte. Und da wurden zugleich Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt und sie wurden wie Spreu aus den Sommertellen. Also da kommt ein Stein und der geht da um hin und macht das ganze Bild kaputt. Und dieser Stein ist der Herr Jesus Christus. Das ist ein Bild auf Christus. In 1. Korinther 10, Vers 4 sehen wir, dass der Fels Christus war. Oder auch 1. Petrus 2, Vers 8 wird von dem Stein des Anstoßes geredet. Und da sehen wir, dass am Ende alle Weltreiche, die werden kaputt gehen, weil Christus anfängt zu herrschen. Das ist dieses Umstürzen. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten, zu dieser weiteren Stufe der Steigerung, wie es hier im Vers weitergeht. Und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Also jetzt wird es schon sehr konkret, weil bis jetzt gibt es noch Nationen. Also bis jetzt in diesem tausendjährigen Reich, da gibt es ja noch Nationen. Die Nationen, die kommen nämlich nach Jerusalem, und so weiter. Nationen gibt es noch, aber jetzt steht hier in dem Vers, Königreiche und Nationen werden vernichtet werden. Es wird eine Zeit geben, wo es keine Nation mehr geben wird. Und das können wir dann auch hier nachlesen. Ein Beispiel Vers aus Offenbarung 17, Vers 14. Da werden nämlich alle Nationen Krieg gegen Jerusalem oder beziehungsweise gegen Israel führen. Und da lesen wir in Offenbarung 17, wie der Krieg ausgeht. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Ja, Jesus wird das natürlich gewinnen. Und deswegen kann man diese Bibelstelle dann zum Beispiel hier einordnen. Es wird am Ende dieses Reiches geschehen. Und da werden wir dann später auch noch eine genauere Stelle zu lesen, die das noch ein bisschen mehr erklärt. Der Jesus ist in diesem Fall wie so eine Sonne. Ne? Jeder Feind, der sich dieser Sonne naht, wird einfach zerschmelzen und untergehen. Kommen wir wieder zum Text zurück zu Haggai. Da geht es nämlich weiter, wo es heißt in Vers 22. Wo
und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen, und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. Eine ganz interessante Stelle. Und wir werden jetzt sehen, wie sich so ein Puzzle zusammenfügt aus verschiedenen Teilen. Weil hier im Buch Haggai haben wir ja diesen einen Teil, nämlich dass hier steht, dass jeder durch das Schwert des anderen fallen wird. Also die werden sich gegenseitig bekriegen, was wir auch in anderen Propheten sehen, zum Beispiel in Zacharja 14, Vers 13, da sehen wir das auch, genau dieselbe Begebenheit. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird eine große Verwirrung von dem Herrn unter ihnen entstehen, sodass einer des anderen Hand packen und sich seine Hand gegen die Hand seines Nächsten erheben wird. Sehen wir auch, ne? Da werden irgendwie gegeneinander kämpfen. Und auch in Hesekiel 38 können wir das auch lesen. Und ich rufe auf meinem ganzen Gebirge das Schwert über ihn herbei, spricht der Herr, Herr. Da wird das Schwert des einen gegen des anderen gerichtet sein. Es ist nicht so, dass Israel in dem Kampf groß rauskommt, weil die einen super Krieg führen. Nein, irgendwie wird Gott eine Verwirrung senden, wie wir es auch in dem Text lesen, eine Verwirrung. Und die Feinde werden sich auch gegenseitig bekriegen teilweise. Und ja, das kennen wir eigentlich auch schon aus der Bibel, wie bei Gideon, Richter 7, wo die gegen das Heer der Midianiter kämpfen wollen. Da kommt Gideon auch nicht groß raus mit seinen paar Leuten, weil die Midianiter sich untereinander gegenseitig kaputt machen von alleine, sodass Israel damals gar nicht wirklich kämpfen musste. Ja, und diese Verse können wir dann hier auch am Ende hin einordnen, wo es zum Übergang quasi der Neuschöpfung geht, wo es die Nationen dann irgendwann nicht mehr geben wird. Ja, die Feinde werden einmal verlieren. Und da sehen wir jetzt noch den letzten Vers, den ich hierbei beitragen möchte. Wie gesagt, es gibt ja noch viele andere. Aus Offenbarung 20, wo wir eindeutig diesen Übergang sehen. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus dem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, und sie zum Krieg versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres, was wir auch vorhin schon hatten, riesiges Heer, alle gegen Jerusalem. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Das ganze Heer wird mit einem Mal zunichte gemacht werden, wird verschlungen werden. Die Feinde werden verlieren. Findet auch hier am Ende dann statt, wenn man es einordnen wollte. Und das Ganze haben wir jetzt eigentlich gemacht, um die Verse im Buch Haggai ein bisschen zuzuordnen. Und da können wir jetzt zum Beispiel diesen Haggai aus dem letzten Mal, das dritte Mal war das, diesen Haggai 2, Vers 7 Vers, der passt hier am Anfang hin. Nämlich in diesem Haggai 2, Vers 7 Vers, da sehen wir ja, dass noch Nationen kommen werden und Kostbarkeiten nach Jerusalem bringen werden. Das muss hier im Tausendjährigen Reich stattfinden. Und dieser Haggai 2, Vers 22 Vers, wenn dann auch Nationen vernichtet werden, das muss dann am Ende stattfinden. Nur, dass wir mal so einen groben Überblick haben, wo wir die Verse vielleicht zuordnen könnten. Ja, und dann, wenn man aber noch auf einer geistlichen Ebene schaut, das ist ja hier die quasi Weltgeschichte, aber der eigentliche Kampf, der ist ja schon gewonnen. Der eigentliche Kampf hat schon stattgefunden und der Feind hat da verloren. Wahrscheinlich vor 2000 Jahren auf Golgatha, wo es eigentlich um diesen eigentlichen Kampf geht. Weil wir haben ja im Text gelesen, wir haben von Thronen und Gewalten oder so Königreichen gelesen. Und im Neuen Testament wird dieser Begriff Throne, Gewalten, Herrschaften auch für die geistliche Welt verwendet. Zum Beispiel Epheser 6, die Waffenrüstung, ja, sagt ja, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten und so weiter. Und diese Mächte und Gewalten, die haben schon verloren. Das können wir in Kolosser 2, steht da was dazu, in Kolosser 2, Vers 15. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Wunderbarer, wunderbarer Vers. Ja, die Mächte und Gewalten. Hier in dem Vers sind es wahrscheinlich physische Mächte und Gewalten gemeint, die einmal untergehen werden. Aber es gibt auch geistliche Mächte und Gewalten, die schon verloren haben. Im Kreuz auf Golgatha, als Jesus den Tod
mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat. Auch was hier steht, er hat den Schuldschein, der gegen uns gerichtet war, gelöscht. Es gibt so eine riesige Einkaufsliste quasi von dem, was wir alles falsch gemacht haben. So eine riesige Liste muss es sein, also in meinem Leben zumindest, eine riesige Liste. Und das wurde mit ans Kreuz genagelt, mit dem Herrn Jesus. Und die Liste ist weg. Ja? Wie beim, früher war das ja an der Kasse so, dass die Einkaufszettel auch auf so einen Pin gestochen wurden, wenn man den nicht haben wollte, dass sie ungültig sind. Und so ist es am Kreuz passiert. Ja? Da wurde dieser Zettel wurde so festgenagelt. Da ist ein Loch durch, der ist nicht mehr gültig. Diese Schuldschrift, die gegen uns gerichtet war, die uns anklagt. Ja, das, was eigentlich die Mächte und Gewalten wollen, die uns vor Gott anklagen wollen, die haben damals am Kreuz verloren. Satan hat verloren und seine Macht ist dahin. Ja, er kann uns noch verführen und angreifen und wir erleben es ja auch immer wieder, dass man strauchelt und fällt und so weiter. Aber der eigentliche Sieg, der ist schon da, weil der Feind verloren hat. Und Satan kann uns auch immer wieder die Sünde schmackhaft machen, aber trotzdem hat er schon verloren. Und diese Wahrheit, dass der Feind schon besiegt ist, das ist, finde ich, auch voll die, oder es kann einem voll helfen im Kampf gegen die Sünde, wenn man mit so einer dauerhaften Sünde, wo man immer wieder fällt, zu kämpfen hat. Also habe ich in meinem Leben erfahren, kann es voll die Hilfe sein, wenn man sich vor Augen führt, nein, ich bin frei, ich bin losgekauft, ich bin ein Erlöster von dem Herrn Jesus Christus und der Feind hat verloren, ich bin frei, ich muss diese Sünde nicht mehr tun. Oft versagt man dann trotzdem noch und tut die Sünde, aber wenn man das vor Augen führt, dass man es nicht mehr tun muss, dann hilft das ungemein. Es ist wie wenn ein Sklave losgekauft wurde von seinem bösen Herrn, dann muss er dem nicht mehr dienen, der muss nicht mehr dienen, der ist frei, der kann was anderes tun. Und wie dumm ist es doch, wenn man wieder zurückkommt und diesem alten Herrn, dieser alten Sünde, wenn man der wieder dient. Ja, was können wir jetzt tun? Wir können auf jeden Fall sehr, sehr dankbar sein. Wir können jeden Tag eigentlich, kann man gleich früh, das erste nach dem Aufstehen kann man machen, man kann dem Herrn Jesus danken, dass der Schuldschein, der gegen uns gerichtet war, dass der ja, vernichtet ist, dass der Feind besiegt ist, dass diese Gewalten und Mächte dieser Finsternis, dass wir frei davon eben sind. Das kann man jeden Tag machen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus siegt, weil Christus siegt. Ermutigung im Ausharren, weil Christus siegt. Der Vers 23 beginnt ja mit diesem kleinen Wörtchen, an jenem Tag. An jenem Tag. Also wir reden wieder von diesem, wenn wir den Zeitstrahl noch da hätten, von diesem, wo die Mächte und Gewalten, die Königreiche, wo die vernichtet werden. An diesem Tag, muss man auch nicht wie einen 24-Stunden-Tag verstehen. Es gibt ja auch den Tag des Herrn. Es werden auch keine 24-Stunden-Tag sein. Manche sagen sogar, dass dieser Tag das ganze tausendjährige Reich ist. Das ist auch eine Theorie, weil würde auch Sinn machen. Aber an diesem Tag eben, da wird Folgendes passieren. So spricht der Herr der Herrscher: Ich werde dich nehmen, Zerubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt. Wie soll das denn funktionieren? Dieser Tag liegt doch in der Zukunft. Und Zerubabel, der hat auch vor 2500 Jahren gelebt. Wie soll denn das funktionieren, dass Zerubabel dort in der Zukunft irgendein Siegelring wird? Das Ganze kann man natürlich erklären, indem man das prophetisch versteht. Hier geht es nicht um Zerubabel, sondern hier geht es um Christus selbst. Er ist wie ein Vorschatten auf den Herrn Jesus, ein Vorschatten auf den Messias im Alten Testament. Im Alten Testament findet man das ganz häufig, dass es einzelne Personen gibt, die ein Vorbild sind, also ein Vorschatten auf Jesus. Und das ist eigentlich hier eine Schlüsselstelle, weil im Alten Testament ist es so, dass die Eingrenzung vom Messias, wer denn der Messias ist, das hat schon ganz am Anfang angefangen, war aber am Anfang noch ganz, ganz groß. Das hätte quasi jeder sein können. Und während man das Alte Testament liest, wird das Ganze immer, immer enger. Das sieht man, wenn man so einen Kabelbinder nimmt und den zusammen macht, dann wird das immer enger. Und immer, je enger es wird, desto mehr sehen wir, wer der Messias ist. Und das hat am Anfang, wo der Kabelbinder noch ganz groß war, das 1. Mose 3, Vers 15, da sehen wir zum ersten Mal so eine eindeutige Andeutung auf den Messias, dass ein Erlöser kommen wird. Das ist nach dem Sündenfall, und da steht,
Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen, also der Schlange, er wird der Schlange den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Die erste Andeutung auf den Messias, ja, das ist genau eigentlich das, was am Kreuz passiert ist. Ne? Der Herr Jesus hat dieser Schlange den Kopf zertreten am Kreuz. Er hat die Mächte und Gewalten, den Satan besiegt, aber wie es hier steht, die Schlange wird ihm die Ferse zermalmen. Ne? Christus wurde die Nägel durch die, ja, in der Nähe vom Fuß in Knöchel gejagt. Und da sehen wir dieses, wie so ein Vorschatten auf Christus, von dem, was am Kreuz basiert ist. Der sagt uns jetzt aber noch nicht viel, wer das war. Hier könnte es ja noch hier sein. Hier wird, also diese Eingrenzung hier ist, es wird ein Nachkomme Evas sein. Das ist diese ganz, ganz große Schlinge. Also es könnte, der Personenkreis ist riesig. Und dieser Personenkreis wird aber immer enger. Wenn wir weiterlesen, immer noch erstes Buch Mose, und zwar 1. Mose 49, da wird es schon ein bisschen eindeutiger. Da steht, das ist der Segen, den Jakob an seine 12 Söhne gibt und hier an den Sohn Juda, was über Juda gesagt wird. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch die Herrschaft zwischen seinen Füßen weg, bis das der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. An dem Weinstock bindet er sein Eselsfüllen und an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Das ist eine Verheißung an Juda und wir sehen, der Personenkreis wird enger, weil jetzt ist es eindeutig. Dieser Erlöser, also hier sehen wir Worte wie Zepter und hier unten sind so ganz viele Begriffe, die ja schon auf Jesus, auf den Erlöser hindeuten. Ja, der Weinstock, Jesus sagt, dass er der wahre Weinstock ist. Dann hier was von Blut und Trauben und so weiter. Das sind so ein bisschen ja, verschlüsselt, aber hier sehen wir, das ist Zepter, also die Herrschaft, die wird aus Juda kommen. Der Personenkreis schließt sich, indem der Messias ein Nachkomme von Juda sein wird. Und jetzt, wenn wir jetzt den Stamm Juda anschauen, wird die Schlinge wieder enger, und zwar in 2. Samuel 7. Da steht, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, hier ist von David die Rede, dann werde ich deinem Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und ich werde sein Königtum festigen. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Die Schlinge wird wieder enger, indem wir wissen, dass es Nachkomme Davids sein soll. Weil wie kann denn David einen ewigen Thron haben? David kann er nicht ewig leben. Es ist wieder eindeutig, dass es hier um Christus geht, dass es hier um den Herrn Jesus geht, dass er eine ewige Herrschaft haben wird. Was wir auch vorhin gelesen haben, dann Offenbarung nach dem tausendjährigen Reich, wird Jesus ewig herrschen. Das steht hier schon 2. Samuel 7 fest. Und dann kommt unser Vers in Haggai, die Schlinge wird wieder enger, indem wir wissen, dass es jetzt ein Nachkomme Zerubabel sein muss, dass Zerubabel auch in dieser Linie ist. Weil hier steht wieder, dass hier ist von Zerubabel die Rede. Und er an diesem Tag wird Zerubabel einem Siegelring Gottes gleich werden. Also hier spricht der Herr. Dieser Siegelring ist nicht irgendjemand, sondern das ist Gottes Siegelring. Genau, weil er eben erwählt ist. Da sehen wir wieder, dass es Zerubabel sein wird. Und ganz interessant, wenn wir das Neue Testament schauen, in den Stammbäumen von Jesu, dann sehen wir es eigentlich eindeutig. Also dann ist die Schlinge ganz eng. Da wissen wir dann im Neuen Testament, dass es Jesus ist, der Messias. Aber in den Stammbäumen von Jesus, Matthäus 1, Vers 12 und auch Lukas 3, Vers 27, kommen die Namen Zerubabel vor. Also man kann ja hier vorlesen, nach der Wegführung nach Babylon erzeugte Joachim, Shealtiel erzeugte Zerubabel und so weiter und so weiter. Also deswegen die Stammbäume im Neuen Testament, die haben auch einen Sinn. Die muss man nicht nur überfliegen, sondern da sieht man auch solche Geheimnisse, dass solche Namen erwähnt werden und wie das im Alten und Neuen Testament dann zusammenpasst. Ein weiterer Aspekt, warum Zerubabel ein Vorschatten auf Christus ist, weil hier steht, nur zwei Worte in dem Satz, aber da steht mein Knecht. Zerubabel, der Sohn Shealtiel, mein Knecht. Und im Alten Testament, jemand Knecht Gottes genannt wird, mein Knecht, da muss man da schon genau hinlesen. Oft geht es da auch um Israel, aber
Es gibt auch viele Prophezeiungen, gerade im Buch Jesaja, wo dieser Knecht Gottes eindeutig auf Christus hindeutet. Zum Beispiel in Jesaja 53, ne, wo es um die Kreuzigung geht, da ist dieser Mein Knecht, ist ein Bild auf den Messias. Ja, und an diesem jenen welchen Tag wird Zerubabel, also Christus, einem Siegelring gleich werden. Da kann man auch überlegen, was das heißt. Das soll zum Beispiel der Siegelring Salomos sein. Weiß nicht, ob das stimmt, aber so soll er vielleicht ausgesehen haben. Und was ist ein Siegelring? Ein Siegelring steht für Autorität. Wenn ich den Siegelring von jemandem habe, dann kann ich in seinem Namen wie eine Vollmacht unterzeichnen. Also ich bekomme die Macht, die Autorität von einer anderen Person übertragen. Und das gibt es auch im Alten Testament ein paar Stellen, wo der Siegelring erwähnt wird. Die haben zwar nicht explizit was mit dem Text zu tun, aber im Buch Esther sehen wir, dass der Siegelring, Esther 3, Vers 10, dass der Siegelring weitergegeben wurde, um eine Vollmacht zu unterschreiben, zu unterzeichnen. Und so, dieser Siegelring, der, wie hier steht, dass der Babel einem Siegelring gleich gemacht wird, diese Autorität, die wird auch dem Herrn Jesus eben verheißen. Gerade als der Engel Gabriel zu der Maria kommt, da sagt er schon echt wunderbare Dinge über Jesus voraus. In Lukas 1, Vers 32, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Also hier geht es um Jesus, um das Kind, was Maria ist. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königstums wird kein Ende sein. Ja, hier wird schon vorausgesagt, was Jesus für eine Autorität haben wird. Sein Königtum wird kein Ende haben. Ein Reich in Ewigkeit, eine Regierung, die für Ewigkeiten Bestand hat. Oder auch Johannes 5, können wir das lesen, da steht, was Jesus für eine Autorität haben wird. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Auch interessant, oder? Dass der Herr Jesus fürs Gericht zuständig sein wird. Was für eine Autorität wird ihm gegeben werden? Ja, wir stehen am Ende vom Richterstuhl Christi, heißt es ja auch 2. Korinther 5. Christus, der wird da richten und der hat die volle Autorität Gottes. Ist ja auch irgendwie klar, weil Christus ist ja auch Gott. Jesus ist ja auch Gott gleichzeitig, für uns nur manchmal schwer zu verstehen. Ja, das war diese Autorität, die eben Christus gegeben wird. Ja, wir kommen auch jetzt schon zum Ende. Wir haben gesehen, dass, was für ein Sieg der Jesus errungen hat am Kreuz und auch wie es weitergeht. Und die Frage ist jetzt, ja, was können wir denn tun? Was können wir denn jetzt tun, wenn Jesus so einen Sieg getan hat und bald wiederkommt? Wir können auf jeden Fall Geduld haben und Gemeinschaft unter uns Christen pflegen. Und das hält uns beisammen, das ermutigt auch. Und diese zwei Sachen, die habe nicht ich erfunden, sondern die sagt die Bibel selber. In Jakobus 5, da steht, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Was für eine wunderbare Verheißung. Aber auch diese Ermahnung. Ne? Zweimal steht hier, habt Geduld. Wie der Bauer auf die Frucht wartet, so können wir auch geduldig sein, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und hier auch, ne? Stärkt eure Herzen. Das geht in Gemeinschaft miteinander, indem man zusammen als Christen sich trifft, zusammen Bibel liest, zusammen betet. Dadurch werden unsere Herzen gestärkt. Das macht dieses Ausharren einfacher. Ich möchte am Ende, weil es so gut passt, noch einen Absatz aus 1. Thessalonicher 5 vorlesen, weil da wird eigentlich nochmal, da wird es ja eigentlich erklärt, um was es geht, wenn es gerade um so endzeitliche Sachen geht, wie wir uns als Christen da verhalten sollten, fasst es eigentlich nochmal sehr, sehr gut zusammen, wie ich finde. 1. Thessalonicher 5, ab Vers 1, da steht: Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass das euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie
wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein und bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch Jesus Christus, der für uns alle gestorben ist. Ja, wie Paulus anfängt, gleich zu sagen, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Für Paulus ist es gar nicht so wichtig, irgendwelche genauen Zeitpunkte oder Zeiten das zu erklären. Ja, er sagt, er redet vielmehr von der Nüchternheit, von den Wachen. Wir sollen einfach bereit sein, dass Jesus wiederkommt, dass wir bereit sind. Und was hier unten auch steht, ganz wichtig für die heutige Zeit, für uns Christen, dass wir uns begleiten mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, echte Liebe untereinander haben. Und den Helm der Hoffnung des Heils, ja, dass wir nach vorn schauen und sagen, wow, wenn ich an Jesus glaube, ich werde ja in der Ewigkeit bei ihm sein, ohne dass ich irgendwas dazu getan habe, ohne dass ich irgendwas geleistet habe. Und das ist eine wunderbare Hoffnung, weil Gott uns nicht zum Zorn bestimmt hat, sondern zum Erlangen des Heils. Ja, Gott will wirklich das Gute für uns, indem er Jesus Christus gesandt hat und für uns gestorben ist. Ja, und so gehen die Bibeltage zu Ende. Wir singen jetzt noch ein Lied. Und zwar, und danach haben wir wieder eine Gebetsgemeinschaft. Und das Lied ist, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Die 547. 547.